Ja, hallihallo meine Lieben, ich bin's wieder, euer Kainat. Und heute habe ich was ganz Besonderes für euch. Ganz, ganz viele kamen damit ja schon an. Ah, kannst nicht mal ein Video davon machen und ein bisschen zeigen und so. Die Rede ist heute vom Fünftürer. Und den habe ich heute im Gepäck zusammen mit dem lieben René. Ja, hallo. Und da zeigen wir euch jetzt heute einfach mal so, was so die Unterschiede sind. Was ist besser, was ist schlechter? Ich kann eigentlich im Grunde sagen, zum Dreitürer, zum Fünftürer, so wirklich viele Nachteile hat der Fünftürer zum Dreitürer nicht. Eigentlich sogar nur Vorteile, weil, ich fange jetzt eigentlich mal direkt schon mal an, weil die Maschine ist dieselbe, steuertechnisch tut sich da gar nichts. Die PS-Zahl ist auch die gleiche. Der einzige wirklich große Unterschied ist, weil man ja eigentlich, was eigentlich direkt sofort ins Auge sticht, ist halt wirklich die Länge. Und halt die fünf Türen. Ich glaube 30 cm ist das, ne? Ich meine 30 cm. Ja, du siehst ja hier, ich meine, ich könnte jetzt mal den Zollstock aus dem Kofferraum holen, da können wir ja gleich mal messtechnisch festhalten. Wir haben ja genau hier die Kante. Das ist eben das Teil, was eingesetzt wird. Ja, ja, genau. Und da hat auch so ein bisschen auch mit diese Beule hier zu tun. Ja, man sieht ja ganz hier, typisch, wie hier die Punktung ist von dem Blechteil, was hier im Prinzip angepunktet wird und hier angepunktet wird. Dazwischen ist einfach ein Dichtstoff. Genau. Deswegen gibt es ja auch für die Lada 5-Türer, die über Lada Deutschland hier hinkommen, eben die Problematik, dass die Anhängerkupplung nicht mal eben eingetragen wird. Ja, ne? Ja, stimmt. Im Moment noch nichts. Also wenn man hat schon mal 5-Türer gesehen mit Anhängerkupplung, ja, aber das ist so eine die Sache. Oder die Grauimporte. Ja, genau. Die, die über Lada Deutschland kommen, da ist es schwierig, da muss man halt Glück haben beim TÜV. Oder aber man kriegt die Anhängerkupplung nur mit einer Stützlast eingetragen, eben für einen Fahrradträger oder so. Genau. Wir sind hier bei knapp 80 cm, ja, die der länger ist. Das ist auf jeden Fall schon ein sehr, sehr gutes, ja, Stück. Das ist dann wiederum. Die Türen sind ja gleich. Das ist dasselbe Teil wie bei den drei Türen. Ja. Ne? Und da kommen wir ja ganz schnell dann da drauf. Wobei der natürlich hinten, ja gut, da müssen wir jetzt mal messen. Da sind wir jetzt da bei 80 cm. Hier ist das Heck ein bisschen anders geformt, sehe ich gerade. Da sind wir jetzt, sag ich mal, bei 1,25. Dann haben wir hier nur 85, also nochmal 40 cm runter, dann reden wir hier jetzt über echte 40 cm, die, ja, länger ist. Genau. Auf jeden Fall ist er länger. Im Grunde, man sieht es ja, wie gesagt, die Türen. Den einzigen Nachteil, den das eigentlich wirklich hat mit der Länge, ist wirklich im Gelände, wenn du scharfe Überhänge hast. Ich sag mal so 45 Grad Winkel, was jetzt so wirklich. Ja, ja, genau. Und dann passiert das halt wirklich schnell, dass er dann wirklich hier an seine Grenzen kommt. Während ich ja, ich sag jetzt mal, Treppen hochfahren könnte, ne? Und okay, das könntest du wahrscheinlich auch, aber wenn du oben über den Überhang kommen wirst, dann wirst du ein Problem kriegen. Ganz genau. Ja, da kommt der Scheller seine Grenzen. Die Achse, die stehen ja auch weit raus, so wie bei den Dreitürer auch. Das ist halt wirklich nur, wenn man über die Kante fährt. So, ne? Mhm. Da muss man halt dann immer aufpassen. Ja, aber was eigentlich auch wirklich besser ist, ist halt auf der Autobahn und allgemein soll das Fahrgefühl ja wie bei einer Limousine sein. Ne? Das Fahrgefühl ist halt, der schwimmt halt nicht so, also der ist nicht so unruhig, sag ich mal insgesamt. Der schaukelt auch nicht so auf bei Bodenwellen, mhm, und so. Der ist halt, das ist schon ein gechillteres Fahren. Ist halt auch, wenn du auf einer Autobahnauffahrt bist, ist das dann auch besser. Weil bei meinem ist halt wirklich so, gib der gleich um, nee, wenn ich schneller werde. Vom Umkippen ist er weit entfernt. Ja, wie gesagt, die Frau fährt den ja hauptsächlich und die fährt halt auch schon ordentlich immer. Die hat ja ein ganzes Album mit Schwarz-Weiß-Bildern und schafft es auch immer mit dem Lada 4x4 geblitzt zu werden und alles. Ja, ist so. Und der liegt halt. Und das habe ich auch geschafft, sogar auf Video. In der Kurve gar kein Problem. So, ne? Was auf jeden Fall ist, natürlich, dementsprechend ist der Fünftürer ja auch familienfreundlicher. Weil wenn du Kindersitze hast, ist es natürlich einfach, ich habe das heute noch gehabt, ich habe meine Tochter heute noch damit gefahren, das ist schon eine ziemliche Frickelei andauernd. Und hier machst du einfach, wie gesagt, die Türe auf. Deine hat ja natürlich auch wie meiner Isofix hinten, also für diese Kindersitzbefestigung. Die ist ja auch, ich glaube, jetzt seit ein paar Jahren ist sie ja auch Pflicht, deswegen muss auch der Niva die drin haben. Das sind dann so Bügel. Genau, er zeigt das jetzt nämlich mal. Gucken wir uns nämlich mal an. Bei mir ist das ein bisschen schwierig, weil ich habe die Bassrolle hinten drin. Und dann sieht man, ja, wo sind sie denn, die Bügel? Ah, genau, ich guck mal nach vorne, so. Genau, ich sage jetzt, da sieht man jetzt natürlich auch richtig schön, wenn er jetzt hier nur die Hutablage raus ist. Da kannst du echt pennen hier im Auto, ne? Ja, ja.
Dann kannst du richtig übernachten hier drin, weil es ist schon ziemlich lang. Gut, da wir einen Zollstock dabei haben, können wir ja mal messen. Naja, okay, außer jetzt der René. Du bist jetzt, glaube ich, knapp 2 Meter groß, ne? 1,94, da wird das schon schwieriger. So, wir haben aber hier gute 1,50, sag ich mal. Wenn man dann in der embryonalen Haltung schläft, ist das kein Problem. Dann kann man hier auch pennen. Was man natürlich auch machen kann, man könnte jetzt natürlich die Rückbank abschrauben und dann klappst du die Sitze nach vorne, dann machst du was dazwischen. Aber, 1, aber das klappt 50, selbst bei meinem. Wenn man hier nicht mit 3 Mann drin liegt, passt das schon. Was hier auch ganz witzig ist, ist hier drin, im Gegensatz zu meinem, ich habe ja diese Teermatten drin und hier hast du Teppichboden. Also ich habe auf den Teermatten, habe ich dann anstatt Fußmatten, sind das so Gummimatten und da ist einfach dieser Teerboden drunter und hier hast du halt wirklich Teppichboden drin. Ich zeige das mal hier so schön. Wenn du nämlich hier so guckst, ist das nämlich... Ist jetzt vielleicht nicht unbedingt ein Vorteil im Gelände, wenn du jetzt so krasse Wasserdurchfahrten hast und alles läuft ins Auto rein. Danach kannst du den Teppich definitiv rausschmeißen. Aber wo hat man jetzt hier großartig so Durchfahrten, ne? Außer man legt es wirklich drauf an. Ja, ja. Was natürlich auch hier der Unterschied ist zu meinem, der hat andere Sitze verbaut. Das müssten Sitze vom Lada Samara sein. Das ist aber auch, das ist so eine ganz typische Lada 21, 31 Geschichte oder auch, sagen wir, einfach mal 5-Türer oder was, 21, 21. Die Sitzschienen sind auch anders und auch allgemein hier vorne ist dann auch so ein Bügel dran. Also ist schon, also sind schon unterschiedliche Sitze als bei meinem. Ebenso, was natürlich auch besser ist im Grunde, ist, wenn du einsteigst, die Kofferraumentriegelung, die ja bei mir hier hinten ist, ist hier links neben dem Beifahrersitz. Einfach hochziehen, zack, ist der Kofferraum entriegelt. Klappe auf, Klappe zu, Affe tot. Ich setze mich mal rein. Ups, so, was natürlich ist, man muss jetzt natürlich sagen, den 5-Türer, den gibt es eigentlich seit 1993, also schon eine ganze Weile. Offiziell in Lada, also offiziell in Deutschland, von Lada Deutschland zu kaufen, gibt es ihn aber erst seit Anfang des Jahres, also den gibt es noch gar nicht so lange. Deswegen mich natürlich auch ganz viele angeschrieben haben, hör mal, kannst du mal. Und der hat dann natürlich auch die ganzen neuen Sachen, die die aktuelle Version hat. Ja, das ist dann hier der Cupholder überall. Also das hat meiner ja gar nicht. Ne? Meiner hat dann ja einfach nur flach, hier mit einem kleinen Ablagefach drin. Und hier hast du wirklich schon so, ich sag mal, mehr Struktur drin. Wie gesagt, Cupholder sind hier drin, die meistens selten für Tassen benutzt werden. Eher für Bonbons und allen möglichen anderen Kram. Ja, und serienmäßig, was aber alle haben mittlerweile, sind die elektrischen Fensterheber hier. Das sieht dann so aus. Da hat man einfach die alte Abdeckung genommen und dann eine Blende darüber. Ansonsten sieht hier eigentlich alles genauso aus wie beim 3-Türer. Was er aber auch hat, ist ein Deckenlicht. Das hat meiner nicht. Der hat dafür aber dann hier an den Seiten. Die Lämpchen, da sehe ich gerade, die hat er gar nicht. Aber da ist wirklich dann hier einfach in der Mitte eine Lampe. Und was ich auch gerade sehe, was ich auch gar nicht wusste, ist, der Dachhimmel ist anders als bei mir. Der ist schon so wie Kunstleder. Und bei mir ist das auch wie Kunstleder, aber der ist halt so perforiert. Und hier sieht man nochmal schön die Rückbank. Was hier natürlich auch ist, auf der Rückbank nehmen, also können, also bei mir können, wie gesagt, nur 4 Leute mitfahren. Und hier können 5 Leute mitfahren. Hier ist noch ein dritter Anschnallgurt, der für den Mittelmann da hinten sitzt. Relativ weit weg, ist wahrscheinlich sehr abenteuerlich. Wenn du dich anschnallen willst, dann musst du dich wirklich nach hinten lehnen. Aber immerhin, bei den meisten Autos hast du ja wirklich nur so einen Beckengurt. Und hier hast du wirklich dann einen Gurt, der quer über den Körper geht. Ne? Extra 3 Punkt hier, ne? Ist sogar direkt sogar... Oh, ja, jawohl, tatsächlich. Ja. Den schnallst du dann ja da und dort rein. Genau. Dafür sind extra 2 Laschen da, ist ein echter 3-Punkt-Code. So, ne? Habe ich so auch noch nie gesehen. Man könnte jetzt davon sprechen, als Wortglauberei, der ist weit hergeholt, ne, weil man ja wirklich von hier hinten kommt. Aber das ist schon ein ordentlicher Anschlag-Code, wenn man hier mit 5 Leuten fährt. Definitiv, weil ich meine, wer kennt das nicht, in der Mitte sitzt halt keiner gerne. Und irgendwie finde ich das immer sehr unangenehm, wenn du dann nur diesen Beckengurt hast und so. Das ist ja, da ja ganz gut. Als Beckengurt, da fühlt man sich ja immer in einem Auto, wo man noch stirbt, wie ein echter Mann, wie so ein Klappmesser dann. Ne? Wenn man irgendwo mit dem Eisenschwein, dann macht es klapp und dann zack. Das stimmt. Das stimmt. Da
Das war damals ein Ding in Russland, selbst ein Ding für Bunsen da irgendwie. Ja, das ist auch so. Also nicht für normale Volk, weil er sagt, die waren ja selbst in Russland total selten, die Dinger. Wusste ich gar nicht. Aber wenn dann, also ja, okay, mittlerweile siehst du die auch öfters in Russland. Ja, na klar, mittlerweile. Aber also wie ich ja schon gerade sagte, der wird ja seit 93 wird der ja eigentlich gebaut. Früher war der im Grunde, ja, der hat früher auch schon diese Heckansicht gehabt. Ich sag mal, ab 94 wurden die Evas ja auch so gebaut, so wie die jetzt sind, so mit der Heckansicht. Früher hatten die ja diese Querbalken als Rücklichter. Und der hatte schon von Anfang an, hatte der schon die neue Ansicht gehabt. Und dann ansonsten auch im Grunde ja einfach so wie der andere Niva auch, nur halt länger und halt mehr Tür. Ja, aber hier halt, wie gesagt, mittlerweile, es ist halt ein Familien-Niva, sagen wir mal so. Ja. Genau, da kannst du mit 5 Mann durchs Gelände. Richtig, genau. Und zu den Sitzen dann jetzt nämlich noch, wo ich ja schon so sagte, dass die vom Samara sind, was auch ein Unterschied ist, ist, der hat hinten Taschen, wo man Zeitschriften reinmachen kann, was auch immer, genau, Getränke. Das muss nicht die Brigitte sein, das kann auch durchaus eine Offroad-Zeitung sein oder genau. Die Jagdsaison und was weiß ich was, ne, oder Waffenmagazin. Also muss nicht die Brigitte sein. Genau. Was wir natürlich gemacht haben, wir haben den Tankdeckel ausgetauscht. Der Tankdeckel war natürlich nicht abschließbar und deswegen haben wir den ausgetauscht. Jetzt wollte ich mal den Schuss holen, um zu zeigen, damit nämlich der nächste Schussdinger in Russland. Eine Schlüsselschmiede gibt es noch in Russland. Also der Lader und auch der Fünftürer hat natürlich keine Zentralverriegelung. Wir haben hier eine Wegfahrsperre, wir haben hier einen Schlüssel für die Fahrer- und Beifahrertür und wir haben den Zündschlüssel, wo der Zündschloss auf der linken Seite sitzt, wie sonst nur bei Porsche. Ja, genau. Jetzt kommt der Knaller. Ich besorge einen abschließbaren Tankdeckel, der kommt von AET Autoteile. Und was ist da für ein Schlüssel bei? Der sieht natürlich genauso aus wie der Schlüssel für die Fahrertür. Deswegen sage ich gerade, es gibt nur eine Schlüsselschmiede in Russland. Da muss man sich dann hier so eine Kerbe reinfeilen, damit man weiß, aha, der passt da natürlich nicht. Man nimmt den dann für diese Tür, abschließbaren Tankdeckel. Ja, deswegen liegt die Vermutung ja nahe, dass die anscheinend nur eine Schlüsselschmiede haben. Ne? Ja, und jetzt passt man auch, nachher ist das so, jetzt könnte man ja sämtliche Nivas durchprobieren und mal gucken, ob das Schlüssel irgendwo funktioniert. Ne? Weil ich habe nämlich einen Kollegen, der hatte früher einen alten Twingo. Mhm. Und dem ist das nämlich mal passiert. Der wollte morgens zur Arbeit. Oh, was geht der Schlüssel denn so schwer? Krack, war das Auto auf, setzt sich rein und kriegt einen Schock, weil alles von innen anders aussah. Da saß der in einem anderen Twingo und guckt drei Autos hin, steht sein Twingo. Das ist dem, glaube ich, schon 2 oder 3 Mal passiert. Ja, aber wie gesagt, ein abschließbarer Tankdeckel ist halt schon irgendwie ein Muss. Ja, okay. Mir hat bis jetzt noch keiner Sprit geklaut. Nee, es geht auch ja nicht um Sprit klauen, es geht ja eher um die Leute, die da was da reintun. Ja, okay, das stimmt auch wieder. Ne? Und wenn man eher städtisch wohnt, so wie wir, und der dann halt auch schon mal in Großstädten sich bewegt, Da sind natürlich auch manchmal Menschen, die irgendwie auf dem falschen Weg sind. So, ne? Richtig, bei meinem Vater haben sie auch mal den Reifen geklaut. Auf dem Flughafen ein bisschen anders, so, ne? Da kommt ja keiner. Bei meinem Vater, wir haben damals auch in der Stadt gewohnt und mein Vater fährt los, so, was ist das denn, Reifen platt? Mhm. Hat da jemand einen Reifen einfach gewechselt? Hat sich den Reifen da geklaut? Ja, das war echt der Hammer, da hat er einen Nagel im Reifen gehabt. Mhm. Da war ein ganz anderer Reifen drauf. Ja. Schon echt heftig. Das kann passieren. Ja. Naja, ansonsten halt hier auch mit der Serienbereifung, mit dem Pirelli Skorpion bin ich halt sehr zufrieden. Oder Frau halt auch so, ne? Ja. Ich habe den ja im Winter jetzt auch gefahren, mit Eis und Schnee. Gar kein Problem. Ich war ständig auf der Spur, wo sonst keiner war und gut flüssig unterwegs. Ne? Da war ich entstanden halt. Okay, ganz, ganz früh hat es ja hier diese groben Stollen, diese Russenstollen drauf gehabt. Ich glaube, das sind die Voltaier und die waren ja bei nasser Straße früher lebensgefährlich. Früher auf der MTX. Die darfst du auch nicht mehr fahren. Ne? Auf der MTX 80R hatte ich damals auch Vollcross-Reifen. Dass die Zähne geklappert haben, wenn du am Asphalt gefahren bist, aber das macht ja auch keinen Spaß. Wenn man ja auch jeden Tag den Niva und richtig. Den Lader. Und da sind die Reifen eine super Kombination eben für alles. So, den kann man das ganze Jahr fahren, ob er jetzt im Winter ist oder im leichten Gelände oder so. Ne? Oder ja, ich halt wollte gerade sagen, ach, du wirst dich wundern, wenn du mit dem richtig durchs Gelände fährst. Ich meine, ich bin im Fürstenforst ja belächelt worden wegen meinen Straßenreifen und am Ende bin ich überall durchgekommen. Ja. Überall. Man muss ja immer überlegen oder wissen, wofür man das. Was man sich vorstellt. Ne? Ja. Der Marc, der steht da drauf, wenn ihm die Zähne klappern. Ja, der Marc steht da definitiv drauf. Der braucht ja auch keine Stabilisatoren oder was, ne? Nee, Stabi braucht er nicht. Der braucht Verschränkung und. Der Marc lebt immer hart am Limit. Mit seiner Svetlana. Ja. Genau.
Wo ich den Grill mit Bremsenreiniger an. Ja, das ist ja immer der Klassiker bei uns. Grill wird immer mit Bremsenreiniger angefacht. Ich habe jetzt auch Bremsenreiniger bei mir im Kofferraum. Den kann man immer ganz gut gebrauchen. Mittlerweile, die neue Serie, die sie nämlich auch mittlerweile haben, ist, okay, hat natürlich jetzt mein Alter auch hinten das Wischwasser, aber das ist auch mittlerweile blau, ne? Auch mit so einem Symbol drauf. Ja, blau gekennzeichnet und wir haben Strom im Kofferraum. Ja, genau, richtig. Und das ist eine europäische Zigarettenanzünderbuchse, das heißt, man kann auch das Handy dran laden oder eine Kühlbox funktioniert dran und man muss sie nicht umbauen. Genau. Das ist nämlich außer vorne, das ist immer noch die alte Russenbuchse, ne? Also da muss man wirklich gucken, was da für ein Ladegerät passt. Oder wie in meinem Fall gucken, nee, genau, in meinem Fall war das so. Ich habe einfach 10.000 Ladegeräte geholt und irgendwann passte eins, den Rest habe ich umgetauscht. Die haben auch alle den Kopf geschüttelt an der Kasse. Oder man macht es sich ganz einfach und holt sich einfach eine neue Buchse. Und dann hat man den ganzen Palaver und dann passen auch alle anderen Geräte. Ich glaube, beim Christian ist das so, der baut direkt, die bauen direkt die alte raus und machen direkt die neue rein. Ja, das kann sein. Und was du ja eigentlich auch hast, was mir auch gerade einfällt, du hast ja auch einen beleuchteten Kofferraum, ne? Müsste beleuchtet sein eigentlich, weil ich sehe nämlich hier ist nämlich der Knopf und jetzt müsste das aus sein. Ach so, hier unten ist irgendwo. Genau, da ist das Lämpchen. Stimmt, wenn ich mal die Sonnenbrille abnehme, dann sehen wir auch die Lampe. Genau. Ob die jetzt funktioniert, ist eine andere Frage. Ja, ich könnte natürlich jetzt auch mal einen Schlüssel reinstecken mal wieder. Ah ja, stimmt. Ich glaube, die funktioniert auch nur, wenn Zündung an ist. Mal sehen. Ja genau, und hier sieht man natürlich auch ganz klassisch, was ich auch mal im letzten Video angesprochen habe. Einfach diese, ja, aber auch die Verarbeitungsqualität. Das ist halt ganz simpel hier. Auch wieder Plastikverblendungen, zack, drauf. Hier ist grob drüber gesprüht worden, noch mit der Dose und dann nee, Kabel ist, so verlegt. Eigentlich ist da nur Sprühnebel. Also, das ist jetzt so eine Lackierstraße, das kann ich jetzt als Erfahrungswert mal sagen. Ich habe ja damals bei Fortkfz Mechaniker gelernt. Also, das ist innen nur Sprühnebel. Der ist das nur Sprühnebel? Der in der Lackierstraße sich eben in der Karosserie ablegt oder sich da auflegt und dann eben davon bleibt. Da wird gar nicht versucht, irgendwie zu lackieren. Das ist reinweg nur Sprühnebel von der Lackierung, die da stattfindet. Deswegen muss man hält so günstig wie geht. Ja, bei dem Lader ist ja mittlerweile, die gehören ja jetzt auch schon geraume Zeit zu der Nissan Renault-Gruppe, wie auch Dacia, wollen sich halt nur ihre Eigenständigkeit bewahren. Dadurch sind natürlich auch diverse Verbesserungen eingetreten, wie unter anderem die Lackierung. Die ist besser geworden, definitiv. Also bei mir ist sie eher so, ne? Also du kriegst schnell Kratzer und deine müsste eigentlich mittlerweile schon besser sein. Hier sieht man es ja auch schön. Da kann man auch mal gucken, wie da die Hohlraumversiegelung vom Werk aus ist. Ja, genau. Das wird nämlich auch noch ein Video von mir. Man sieht man das überhaupt? Ja, man sieht das. Ja, so, das sieht man. So reingepinselt, reingehaucht. Ja, ja. Und hier sieht man ja auch übrigens, kommt man noch ganz gut an die Rücklichter. Ja. So einfach nur die Klappe. Ja. Wenn Böhnchen kaputt ist, Klappe auf, Böhnchen wechseln. Easy going. Oder man will nicht vielleicht wechseln. Der ist natürlich ein bisschen kleiner durch den Wischwasserbehälter. Ja, ja, genau. Der Wischwasser, ich wollte dich gerade fragen, ob die Dinger bei dir auch noch auslaufen, aber wenn man hier so guckt. Ja, ja, laufen sie. Aber man benutzt die Dinger manche auch Sachen nie, ne? Ändern sich einfach nicht. Ja, man benutzt den schon. Ist natürlich auch immer spannend, wenn man den Heckwischer benutzt, weil der Heckwischer bleibt nicht von alleine auf dieser Position ja, stehen. Ja, genau, richtig. Man das muss also schon ein gewisses Timing haben im Ablauf und muss dann erkennen, wenn man im Rückspiegel guckt, und dann zack drauf drücken und dann ärgert man sich und dann nochmal und nochmal und richtig, dann irgendwann genau. Sitzt da. Das ist nämlich auch, also eigentlich ist das ja egal, aber das ist dann nee, so ist diese nicht egal. Innere das ist, Unruhe. Das ist der das Grund, sieht warum man sich einen Lader kauft. Ja. Ne? Weil so ein mitteleuropäischer Standardfurz kann sich jeder kaufen. Kannst ja da brauchst du ja nicht drauf achten, aber da bist du viel aufmerksamer und vor allen Dingen entschleunigt. Ja. Das ist so. Der ist ja auch Teil des Entschleunigens, wenn du dann darauf achten musst, dass der hinten in der richtigen Position wieder stehen ja. bleibt, damit ich keine auslache. Das ist nämlich immer so. So, jetzt haben wir hier gerade den ersten Rupi. Link zu einem Händler oder eine Telefonnummer zu einem Händler, der dann eben auch Fahrzeuge verfügbar hat, wo sie problemlos eine Probefahrt machen. 60 Liter Tank halt, ne? Ja genau, haben wir ganz vergessen noch ne? zu erwähnen. Wir haben hier 18 Liter mehr Sprit als der Kevin in seinem Kleinen. Haben wir in dem Langen 18 Liter mehr Sprit. Das heißt, wir sind hier bei ca. 140, 150 Kilometer, wenn wir jetzt nicht so rumnageln, also den Gasfuß beherrschen, kommen wir damit weiter weg. Ne? Genau, das ist nämlich auch so ein Vorteil. Weil bei Miva hat man den eigentlich auch deswegen immer so klein gehalten, weil im Gelände ist das natürlich auch so eine Sache. Je größer der Tank ist, dann hat er mehr Angriffsfläche und dann ja, hast du irgendwo einen Stein, dann reißt du dir den man auf. Man darf ne? natürlich auch nicht vergessen, also der Tankgeber, der Schwimmer, ist immer noch eine undichte Ölsardinenbüchse. Ne? Also ja, das genau. ist genau dasselbe wie bei dem Kurzen. Also man weiß jetzt nie wirklich genau, was drin ist. Und meistens kann man am Schwappen so ein bisschen erahnen, was noch drin sein könnte. Und ne? Irgendwann wird die Benzinpumpe auch lauter. Irgendwie habe ich immer so den Eindruck, irgendwann wird dann, also auf jeden Fall ist das dann so, also ich sag mal, ich fahre immer nach Kilometern. Ne? Ja, nee. Man kann dann nullen.
Ja, die nee, Tageskilometer, so ne? Ist der aber nicht. Also meine Frau guckt ja auch, wenn die Lampe angeht, dass sie dann. Es geht ja auch irgendwie mittlerweile, ne? Ja. Also ich sag mal so bei 350 Kilometer, 380, da muss ich mal meistens tanken. Und ansonsten, also bei den noch vor 2010 war die noch ungenauer gewesen. Also da reichte ja schon eine Kurvenfahrt, dass da quasi die Reservelampe anging. Und bei mir ist das so, ich habe dann noch voll getankt und dann packe ich bei mir auf dem Parkplatz. Dann steht der so ein bisschen schief, abschüssig zur Straße hin. Mhm. Und dann auf einmal sind nur noch drei Viertel drin. Ja, und dann haben wir ja gesehen, die weil der eigentlich voll ist. Die Stöße hier an den Blechkanten, ne, die sind anders als bei dem kurzen, beim Kevin, sind die irgendwie nicht mit irgendeinem Klebeband noch versehen, ja, oder so. Da muss man auf jeden Fall aufpassen, weil hier musst du immer aufpassen. Oder aber wir vermuten ja, dass sie da vielleicht auch ein bisschen was anders gemacht haben. Ja, das sieht auch irgendwie so danach weil aus. Weil ein anderer da auch schon sich gewundert hatte. Weil wir haben ja auch die Stelle, die hier zusätzlich eingesetzt ist, die reißt ja auch nicht auf und wird hier, die ist ja auch irgendwie abgedichtet zwischen den Punkten. Ja. Genauso wie hier hinten. Wenn sie sich ja wahrscheinlich doch irgendwann mal Gedanken gemacht haben und vielleicht auch ein bisschen was anders gemacht haben bei der Versiegelung oder eben entsprechendes Dichtzeug, was auch immer mit eingebracht haben, vorm Lackieren. Ja. Wir werden es erleben. Genau. Irgendwann. Ich habe ja hier noch, ist da so eine Dichtmasse hier drin. Da sollte man immer gucken, dass das eigentlich vorhanden ist. Ansonsten, wie gesagt, läuft das. Ich habe mal gesagt, ich mache ein Rostwäschel. Ja, das ja. Kommt. Das habe ich ja auch versprochen. Ansonsten haben wir alles durch, oder? Ja, würde ich sagen. Ansonsten haben wir eigentlich alles. Also, ich sag mal so, wie gesagt, so Riesenunterschiede sind das ja im Grunde nicht. Nö. Wie gesagt, zwei Türen mehr, ist komfortabler, auch komfortabler zu fahren. Man kommt leichter überall dran, mehr Platz. Wenn man sich Rockslider bauen will, sind die halt 40 cm länger. Was man natürlich auch bedenken sollte, wenn man jetzt eine Hohlraumkonservierung machen will, ist bei dem teurer als bei dem. Stimmt, bei mir kostet es 790 und bei ihm hat es 590 gekostet, wenn wir jetzt wieder beim Slava sind, bei Lada Ems. Genau. Richtig. Weil der ist ja 40 cm länger und hat natürlich noch ein paar mehr Ecken und Kanten, ne, wo man richtig dran muss. Mehr Hohlräume und alles. Die Klamotten. Genau. Hinten die Türen, die haben ja auch Fensterheber, ne, und so, da muss man ja auch die Verkleidung abmachen und alles. Oh. Stimmt, genau. Fensterheber hat er auch hin. Und ich glaube, die gehen hinten, glaube ich, sogar auch bis ganz nach unten, oder? Hinten gehen die bis ganz nach unten. Das haben sie ja bis heute noch nicht geschafft. Ich glaube, das ist aber auch irgendeine. Weil hier sind die schon ganz unten, also tiefer geht nicht. Und das ist aber, glaube ich, eher so eine Konstruktionsgeschichte. Und hier gehen die wirklich mal rein. Da kann man hier noch kurbeln. Das macht doch mal für die Fitness. Da vorne verfällt man ja schon so ein bisschen der Faulheit. Und natürlich auch, wie gesagt, andere Sitze sind verbaut. Die vom Lada Samara. Ja, Kofferraumentriegelung vorne links beim Fahrer. Größerer Tank. So stark, da brauchst du gar nicht schneiden, das kannst du so online stellen. Ich glaube schon. Ja, doch, ein bisschen schneiden muss ich schon. Ja, aber war ja auch lustig gerade, da sagte er ja schon, oh, da kommt ein erster Groupie. Da kam hier gerade ja noch ein Herr und hatte gefragt, wo der nächste Händler ist und hatte auch einige Fragen gehabt. Ja, weiß nicht, wenn du willst, können wir ja irgendwie mal hier fahren oder so. So, wir fahren jetzt auch mal eine Runde, mal Fünftürer. Dann hole ich mir auch mal das Gefühl rein, wie das ist, auch in einem Fünftürer zu fahren. Boah, ich muss das mal anschnallen. Obwohl, komm, ich fahre ja Parkplatz, ne? Ich werde mich hier. Ja, auf der rechten Seite braucht man sich ja nicht anschnallen. Wenn ich mich nicht anschnalle, macht der sofort einen Höllenalarm. Ja, bei mir auch. Weißt du, hier piepst nichts, aber wehe, man schnallt sich nicht an. Ist ja mittlerweile auch gesetzlich Pflicht, ne? Dass das piepst. Ja. Nee, ich glaube nicht, da hinten ist nur. Also ich finde, man merkt das schon in den Kurvenfahrten deutlich. Also meiner neigt sich dann ganz gut nach rechts. Aber hier jetzt. Auf jeden Fall angenehm. Auch Klassiker. Ja, ne? Ja. Ja, gerade im zweiten Gang so, ne? Das ist ja, halt, ja. Der hatte ja, da weiß ich nicht, was fein gewuchtete. Das fährst ja sogar raus, aber mein Akku hält. Genau, vielleicht da oder so. Obwohl, ich kenne das jetzt hier nicht, wie das jetzt hier ist. Ne? Dann musst du auch gleich mal wenden oder so. Ja, stimmt. Fahrräder und Lieferverkehr frei. Die musst du dann wohl hier. Ja. Nicht, schön wäre ja, wenn wir jetzt eine Runde über das Rollfeld könnten. Ne? Ja, das wäre natürlich schön. Wir sind ja hier am Flughafen in Neuwerk, Mönchengladbach.
Hier haben wir auch mal gedreht mit Daniel und Marc, haben wir unser Fun-Video gemacht. Ich glaube, jetzt schneide ich mich doch mal an. So. Wenigstens anschnallen. Oh ja, in der Kurvenfahrt merkt man es auf jeden Fall deutlich. Also man merkt es wirklich. Ja, ich sag ja, der liegt super so. Da werden die Maschinen alle lackiert. Lackierstraße für Flugzeuge haben wir hier. Wir können auch wieder zurück. Hier so. Haben wir ein Stück Schotter. Jo, genau. Ach ja, stimmt, hier kommst du ja hier hinten rum dann. Hey, hier unten ist ja Wasser. Kannst du durch Wasser fahren? Ja, da ist aber nur so eine scharfe Kante da. Irgendwie jetzt, glaube ich. Ja, wir können hier eine Treppe rauf. Jo, stimmt. Schade, da ist ein Geländer dran, da oben ist die Straße. Ja. Oder ist eine Treppe, aber leider auch wieder mit. Da müsste einmal ein Geländer dran sein, weißt du? So eine kleine Treppe mit Geländer, total blöd. Jetzt sind wir hier unter der A52. Hinter uns filmen. Ui, ui, ui. Ui. Vor uns bricht die Staubhölle los. Ja, die müssen jetzt in der Waschstraße fahren. Ja, definitiv. Oh, hier war eine schöne. Ey, da war. Ja, da war so eine schöne Senke. Da ist mit Sicherheit immer, wenn es richtig schön viel geregnet hat, ist da eine schöne Pfütze. Ja. Muss ich mir merken. Interessante Stelle. Rechts ist frei, links zahlst du. Nee, also fahrwerksmäßig ist der schon sehr stabil. So, auch jetzt, wie gesagt, bei Kurvenfahrten oder in der Stadt oder so. Jetzt noch nichts Nachteiliges gemerkt. Das ist halt der Vorteil gegenüber dem Dreitürer, der längere Radstand. Der macht halt auch eben das Fahrwerk ruhiger insgesamt beim Fahren. Ja. Stabiler. Definitiv. Bei der Probefahrt mit dem Dreitürer O-Bahn hatte ich beim scharfen Bremsen, um mal zu testen, wie die Bremsen sind, auch das Gefühl, der kippt nach vorne um. Ja, ja, genau, das so, ist auch ne? So. Weil die Bremsen Radstand sind halt wirklich stark. Und der neigt sich dann halt unheimlich und kommt hinten mit dem Hintern unheimlich hoch, da man schon fast das Gefühl hat, gleich hänge ich mit den Hinterrädern in der Luft. Ja. Und das ist hier bei dem Fünftürer, der ist also wirklich weit von entfernt, da man da so ein Gefühl haben könnte. Der liegt gut. Ja, ja, wie gesagt, das macht echt viel aus. Vor allem, wenn du noch viele Autobahnfahrten hast, dann ist der Niva als Fünftürer definitiv, also beziehungsweise als 21, 31, schon wesentlich komfortabler. Ja. Auch auf längeren Fahrten. Wie gesagt, andere Sitze. Oh, oh, mein Akku ist gleich leer. Ja, wir sind ja jetzt auch quasi fertig soweit. Ja. Wir haben doch eigentlich alles. Und der Himmel, genau. Wie gesagt, der Himmel ist nicht perforiert. Der ist glatt. Und dabei wolltest du einen perforierten? Eigentlich hatten wir uns auf den perforierten gefreut und haben uns dann über den glatten gewundert und haben gedacht, der ist auch schick. So, also alles gut. Ja, also das ist echt faszinierend. Also hab ich noch nie gesehen, meinem Niva, dass der glatt ist. Ohne Löcher. Da steht meiner. Ja, da hinten sitzt meine Frau. Und sonst sich. Ja, im Schatten. Ne? Im, ja. Macht sie ja immer sich im Schatten sonnen. Ja, aber du wirst lachen. Im ja, Schatten wirst du auch braun. Durch UV-Strahlung wird man braun. Genau. Ja, und die hast du überall dann. Das ist ja letztendlich auch wie beim Schweißen. Ne? Da kriegt man ja auch einen Sonnenbrand, auch wenn einem nicht die Sonne ankommt. Wir hatten, ich weiß nicht, ob das kennt, aber der Burkhard hatte eine Weile, hatte der immer so einen weißen Pavillon. Total super, das Ding. Und dann haben wir uns auf so einer Wiese platziert oder am Rhein waren wir.
Und alle saßen im Schatten unter diesem tollen Pavillon. Was war? Alle hatten das Gesicht verbrannt. Ja, kein UV-Schutz. Da war das Ding null UV-beständig. Das war echt extrem. Natürlich hast du von rundherum Sand und Wiese, kam dann auch noch UV-Strahlung. Mhm. Aber wir haben hier, also die Ablage ist anders geformt. Wir haben hier die Möglichkeit, zwei Becher reinzutun. Allerdings genau, da dachte ich nämlich gerade schon. Cola-Dosen oder sowas passt hier natürlich nicht. Hier passen und bestimmte Becher. Wenn du jetzt hier eine Flasche reinmachst, ganz genau, ist das mit der Untersetzung mit dem Hebel. Weg. Und dafür haben wir auch keinen Taschenbecher. Ne? Wir haben hier die elektrischen Fensterheber. Die sind eigentlich ganz praktisch. Wenn du hier mal das Beifahrerfenster zumachen willst, dann ist das schon komfortabel. Ne? Wie gesagt, die sind mittlerweile sind die serienmäßig, die sind in allen Nivas drin mittlerweile. Ne? Ja, da ist das Kabel für die Freisprechanlage. Hm. Also ich habe auch Freisprechanlage eigentlich, aber ich habe es nicht installiert, weil da war dieses Mikrofon bei und da war irgendwie 15 Meter Kabel oder so. Ne? Hm. Fahre ich im Bus und mache da ein Mikro nach hinten oder total bescheuert. Man weiß es nicht. Aber ich glaube, ich mache es demnächst auch mal ran. Ja. Das ist euch besser. So, also, wer Bock auf einen Fünftürer hat, kauft ihn euch. Ja, der ist auf jeden Fall empfehlenswert. Ist völlig Geschmackssache mit der Länge. Der kurze gefällt mir auch. Vielleicht hole ich mir irgendwann noch einen kurzen oder so. Aber ich hätte auch am liebsten zwei. Ja. Ja. Oder vielleicht dann drei, dann noch ein Bronto dazu. Genau, ja? Richtig. So, dann ist man auf der sicheren Seite. Und hat eigentlich auch für jeden Tag was zum Spielen. Oder halt noch einen alten. In 1600er noch. Genau, dann sind wir da bei 4. Ich ja von. Gut, und wenn wir 4 haben, dann könnte man auch für jeden Tag einen anderen nehmen. Also dann können wir auch 7 nehmen. Wer Platz für 4 hat, der kriegt auch noch 3 zusätzlich auch noch unter. Ist nachher nur teuer mit den Steuern. Ja, vielleicht sollten wir doch noch einen Lottoschein holen hier für die 90 Millionen plus. Genau. Ne? So, ich würde auf jeden Fall sagen, an der Stelle, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ihr konntet uns halt so ein bisschen einen Einblick rein und ich habe echt versucht, so gut wie möglich alles hier reinzuholen. Ja, ansonsten Fragen in die Kommentare. Genau, ansonsten fragt ihr mich einfach, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt einfach einen Daumen nach oben. Wenn ihr mehr von mir, uns allen sehen wollt, dann abonniert mich. Und ich sage bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.